Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo und zwar in diesem Fall vom Primus Etta Pod 1,8 Liter. Ja, der Primus Etta Pod ist im Prinzip ein kleiner Kochtopf, speziell für den Outdoor-Bereich geeignet und konzipiert. Das war mir so ein Spontankauf, muss ich ehrlich sagen, weil er in einem Online-Shop reduziert war, um einiges reduziert, allerdings auch nur die 1,8 Liter-Version. Es gibt noch eine kleinere Version und habe ich gedacht, dann kaufe ich das Teil einfach mal. Wir haben hier im Prinzip den Karton, also die Firma ist Primus, Primus Etta Pod 1,8 Liter. Wir haben hier unten drunter Made in China. Die Made, die immer ganz weit reißt, ich ziehe das mal ein bisschen näher ran, grünen Punkt und sowas alles, ne? Etta Pod 1-8, Primus AB, PO Box 6041 in Solna, Schweden, oder hier Schweden, ne? Kommt also aus Schweden, das gute Ding, auch wenn es in China produziert wurde. Ja, was haben wir hier drauf? Wir haben hier im Prinzip einmal die Gewichtsangabe. Das ganze Gerümpel wiegt 372 Gramm. Hier haben wir nochmal 1,8 Liter. Ja, BPA-free. Ja, was haben wir noch? Haben wir hier so eine kleine, in verschiedenen Sprachen. Macht ihren Kocher etwa ein Drittel schneller und effizienter, enthält Topf, Deckel, Kunststoffschüssel und eine Netztransporttasche. Also ein Drittel schneller. Das Ganze soll erreicht werden hier unten durch so eine spezielle Konstruktion. Aber die schauen wir uns gleich natürlich live an. Das ist ja auch ein Unboxing-Video. Hier ist nochmal so die Abbildung, also im Prinzip hier der Topf mit Griff. Hier so ein Kunststoffdeckel und das hier ist dann wohl die Plastikschale. Ja, und dann gucken wir hier nochmal. Die Etta Kochtöpfe von Primus machen auch ihren Kocher etwa ein Drittel schneller und effizienter. Etta Pods eignen sich für die Verwendung mit fast allen Primus Gas- oder Multifuel-Kochern auf dem Markt. Ja, fast nochmal dasselbe. Faster Cooking, Ceramic Coating. Wir gucken mal rein. Hier vorne ist im Prinzip so eine Lasche. Die Pappe vom Karton ist relativ dünn, aber doch ziemlich stabil. Schauen wir mal. Uns erwartet dann hier drin im Prinzip so ein bisschen Kram. Wir holen das einfach mal raus. Sonst ist da nichts drin, also keine Bedienungsanleitung oder so, kein Rezeptbuch. Ne? Muss es auch nicht geben. Zack, weg damit. Ja, hier sehen wir schon die Transporttasche. Hier haben wir auch ein kleines Schildchen dran. Primus. Die Tasche macht einen ganz wertigen Eindruck, muss ich schon sagen. Die hat hier oben so ein Auf- und Zuzieh-Ding hier, wie von so einem Anorak. Ne? Man drückt hier einen Knopf und dann kann man das Ding hier so abziehen. Ne? Zuziehen kann man es immer auch ohne Drücken des Knopfes. Geht es halt leichter. Ne? Genau. Ja, kann man das hier oben aufmachen, wie so ein Turnbeutel. Gucken wir mal. Das ist also hier unten ist hier so ein Kreis eingenäht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ne, da geht hier so rum. Das ist die Naht im Prinzip. Ne, und hier, wo das Schildchen ist, geht die Naht halt hier rum. Ist ganz nett, das Säckchen. Also man kann auch, wenn man jetzt Outdoor ist, könnte man da drin sicherlich auch irgendwas sammeln. Ne, irgendwelche Beeren oder irgendwelche Nüsse oder Blätter, was man eben so findet. Wasser wäre vielleicht nicht so gut. Das kommt dann hier unten wieder raus. Ne? Naja, also ist eine schöne Sache eigentlich. Also, naja. So, jetzt gehen wir mal der Reihe nach. Was haben wir denn so alles? Also wenn wir das Ding hier auseinandernehmen, haben wir hier im Prinzip einen Deckel. Der ist einzeln eingepackt in so eine schöne Folie. Da gibt es nicht viel zu sagen. Das ist Müll. Und dann haben wir hier halt so einen schönen Deckel aus Kunststoff. Wird wohl hitzebeständig sein. Also das Kunststoff macht auch einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Es ist auch nicht scharfkantig. Macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Und wir haben hier im Prinzip so ein Gummi dran. Hier steht Primus drauf. Man kann das Gummi hier auch abmachen.
Weiß nicht, ob man das sehen kann. So kann man sicherlich ein bisschen sehen. Primus ist da eingebracht. Ist auch wichtig, dass man das abnehmen kann. Falls es mal schmuddelig ist oder so, dann kann man das natürlich wunderbar darunter reinigen. Ne? Ansonsten kann man das hier auch wieder schön reinmachen. So, dass wieder schön sitzt. Ne? Ja. Ich hole mal kurz die Lampe noch mal ein bisschen näher ran. Zack. Ja, also im Prinzip haben wir hier natürlich beim Kochen entsteht ja Dampf hier im Prinzip für den, ich sag mal, Druckausgleich. Also hier kann jetzt natürlich der Dampf dann wunderbar entweichen durch diese kleinen Löcher, aber die Hitze bleibt natürlich im Topf, ne, durch diesen Deckel, was natürlich eine sehr, sehr schöne Sache ist. Ja, gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Eine Bedienungsanleitung. Carbonmonoxidehazard. Nee, wollen wir nicht. Gucken wir mal, in allen Sprachen ist hier so ein kurzer Warnhinweis drin. Gefahr durch Kohlenmonoxid. Dieser Kochtopf ist mit einem Wärmetauscher ausgerüstet. Eine Küche, die zusammen mit diesem Kochtopf verwendet wird, produziert daher eine größere Menge Kohlenmonoxid, CO. Kohlenmonoxid ist ein geruchsloses Gas, welches verwenden Sie eine Küche mit diesem Kochtopf nicht an unbelüfteten Stellen, in Häusern, in einem Zelt, in einem Fahrzeug oder in anderen geschlossenen Räumen, um Lebensgefahr zu vermeiden. Verwenden Sie niemals eine Küche, bei der Flammen das Gitter des Wärmetauschers berühren. Dadurch entsteht eine größere Menge Kohlenmonoxid. Aha. Ja, gut, das ist auch in Ordnung. Also nicht drin verwenden, das ist ganz wichtig. Definitiv ist das so ein Outdoor-Teil. Wir haben hier einen weiteren hochwertigen Kunststoffbeutel, den wir uns nicht näher angucken. Und hier haben wir die Kunststoffbox. Macht auch einen ganz guten Eindruck, scheint stabil zu sein. Hier haben wir Primus nochmal mit eingebracht als Aufschrift. Hier das Essen- und Trinken-Symbol, dass man hier draus essen und trinken kann. Da müsste man mal sauber machen, ist ein bisschen Gerümpel drin hier, ein bisschen Dreck. Ne? Innen drin ist es glatt, außen ist es so ein bisschen angeraut, sage ich mal, ne? Wenn man das so sieht, ne? Ein bisschen angeraut. Und hier sieht man die Lampe drin blitzen. Ne? Ja. Passt gut in diesen Topf. Ne? Und lässt sich natürlich auch dann gut einpacken. Ne? Also im Prinzip kann man hier natürlich auch den Deckel reinlegen. Ne? Kommen wir jetzt mal zum Topf. Der ist auch ebenfalls in so einer etwas anderen Folie. Zack. So sieht er aus. Ist hier innen drin gut beschichtet. Das kann man auch sehen. Sieht man sicherlich glänzen im Video. Der Griff, der im Prinzip auf dem Bild ist, der sieht hier jetzt noch ein bisschen demontiert aus, hat aber eine ganz einfache Bewandtnis, die ich ziemlich cool finde. Man kann den einfach hier so ranklappen oder ausklappen und dann hat man diesen Kochtopf. Ne? Der Griff ist hier gummiert, ne? Was natürlich ein bisschen dann, beim Anfassen auch vor der Wärme oder Hitze schützen soll, was auch ganz cool ist. Ne? Also er liegt auch ganz gut in der Hand. Ich hoffe und gehe mal davon aus, dass das hier auch lange hält. Ne? Hier sind mehrere Punkte, wie es befestigt ist. Ne? Wahrscheinlich gespeist und gedrückt und wie auch immer. Ne? Weiß ich nicht, wie man das fachmännisch nennt, aber es macht einen guten Eindruck. Hier oben die Kante, die ist nicht scharf, also die ist auch sehr schön verarbeitet. Wir haben hier an der Seite im Prinzip nochmal die Aufschrift Primus Etta. Primus Rights Reserved, das ist R in dem Kreis, ne? Und dann hier nochmal Etta TM, also Trademark, und das ist wohl hier, keine Ahnung, ne? Die halbe von den goldenen Schwingen oder so, ich weiß es nicht. Hier sehen wir auch schon die nächsten Schweißdruckpunkte, die dann im Prinzip hier das Unterteil des Kochtopfes bilden oder befestigen. Das ist natürlich auch das Besondere an diesem Topf, dass hier unten halt noch so ein Gerippe ist. Ne? Heißt, wenn das Ding so auf dem Gaskocher steht, ne, dann ist ein bisschen was natürlich geschützt vor Wind. Ne? Und ich sag mal, die Wärme bleibt eher hier in diesem kleinen Korridor, als dass sie jetzt
nach außen irgendwo in alle Richtungen verschwindet. Ne? Dadurch soll das Ding halt um einiges schneller das Wasser oder was auch immer erwärmen oder erhitzen, besser gesagt. Ne? Hier ist es im Prinzip so, dass hier so eine leichte Riffelung noch drin ist. Warum auch immer. Gute Frage wahrscheinlich, wenn man es hinstellt, dass es ein bisschen mehr Grip hat und nicht sofort irgendwo runterrutscht. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, wir sehen hier im Prinzip dieses Grippe, was so wellenförmig wie bei so einem Pappkarton angeordnet ist. Ja, und so natürlich auch relativ stabil dann hier dieses Unterteil hält. Wir haben hier auf dieser Seite noch eine kleine Skala. 0,5 Liter, 1 Liter und 1,5 Liter. Was natürlich nicht ganz so schön ist, ist, die haben das so ein bisschen falsch rum aufgedruckt. Ne? Naja, nee, ist nicht richtig. Ja, man sieht es jetzt nicht wirklich hier auf dem Schwarzen, aber hier ist es richtig drin. Es ist eingestanzt von außen. Ne? Ja, nee, sieht man nicht im Video. Ne, auf jeden Fall haben wir hier oben 1,5 Liter, 1 Liter und ganz unten haben wir einen halben Liter. Passen also 1,5 Liter rein, dann wäre das Ding bis hierher voll. Ne? Wo die jetzt natürlich auf 1,8 kommen, weiß ich nicht. Naja, weiß ich nicht. Ich würde eher auf 1,9 tippen. 1,65 würden hier vielleicht maximal reinpassen, sag ich jetzt mal so. Ja, jedenfalls laut Skala. Wir haben hier im Prinzip noch eine kleine Infografik. Also man soll das Ding nicht drinnen betreiben, nicht im Wohnmobil, nicht im Zelt, nicht im Haus. Man soll nicht irgendwelche Brenner benutzen, die zwei Flammen nach außen treiben, sondern man soll einen Brenner benutzen, der eine Flamme konzentriert in die Mitte brennt, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist im Prinzip das, was man da beachten muss. Ja, das im Prinzip so zu dem Topf. Ist eine ganz nette Geschichte. Gefällt mir persönlich sehr gut, wie gesagt. Ne? Man kann hier den Deckel so rum aufsetzen, dann sieht das Ganze so aus. Deckel auf, Deckel zu. Und wie gesagt, zum Transport kann man auch die rote Schüssel mit reinpacken, das hier ranklappen. Man kann theoretisch noch irgendwas mit reinpacken, so rum, noch ein bisschen platzsparender, irgendwelchen Kleinkram oder sowas im Rucksack. Und oder halt sein Brenner natürlich, ne? Der wird da dann auf jeden Fall Platz finden. Ja, und dann ist das relativ cool, das Teil. Ne? Und wie gesagt, hier ist natürlich auch noch das Ding dabei. Na, wir können ja erstmal, so geht es vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn man das dann richtig rummacht. So. Dann tütet man das hier wieder so ein bisschen ein. Jetzt auch noch ein bisschen weiter aufmachen können, merke ich gerade, aber es ist zu spät. So, dann kann man das Ding hier reinlegen, das Ding zumachen. Ja, und da hat man hier ein handliches, toll verpacktes Teil. Kochutensil für draußen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ich habe unter 20 Euro bezahlt. Ich weiß gar nicht, was habe ich bezahlt? 13 oder 14 Euro für das Ding. Sonst kostet er, glaube ich, 20 bis 30, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Schon ein bisschen her, wo ich den gekauft habe. Stand jetzt die ganze Zeit nur rum. War Winter. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mit helfen und euch eure Kaufentscheidung abnehmen. Und wünsche euch ein frohes Kochen in eurer Küche draußen. Ich finde das ein bisschen lustig, wenn da steht, nicht in der Küche verwenden. So, ne? Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Tschüss.